Dann gehen wir mal langsam in die Trägerschiffe rein. Das sind erstmal die Trägerschiffe, die wir erstmal generell haben. Jetzt haben wir natürlich noch eine kleine Sache vorab. Wir haben noch die Herkules-Serie, wir haben auch noch die Genesis Starliner, die C2 zum Beispiel, genau. Die ganze Herkules-Serie, die kann auch Raumschiffe tragen, die im Snapfighter-Segment sind. Wobei die C2, wir haben in der C2 eine HAL-A reinbekommen. Du kannst auch Raumschiffe mit transportieren. Also lass uns die Herkules gerne mal mit aufnehmen, weil gestern haben wir damit tatsächlich eine HAL-A hin und her transportiert und die ging sogar gut rein. Lass uns ruhig mal über die C2, nehmen wir einfach mal diesbezüglich, auch gerne mal drüber reden. Lass uns mal hier anfangen. Dann haben wir natürlich irgendwo die Idris. Endeavor, sehr geil. Hast du recht, die Endeavor, aber sowas von. Oh Gott, wie viele Trägerschiffe. Wir haben echt einiges am Start. Die Endeavor ist nämlich richtig und wichtig. Warum? Weil die hat nämlich tatsächlich sogar eine Hangar Bay. Die hat nämlich eine Hangar Bay, was nämlich auch super geil ist, ey. Hey, Litschi, grüß dich, Litsch. Moin, moin, wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Ein wunderschönes Hallöchen. Grüß dich mal, lieber. Weil die Endeavor auf jeden Fall auch richtig und wichtig. Gar keine Frage. Let's go. Vielleicht fällt uns ja noch das eine oder andere Schiff ein, ihr Lieben. Danke nochmal für den ganzen Support. Schön, dass ihr alle da seid bei einer Runde Ship Talk heute. Ship Talk ist heute ein bisschen größer. Wir werden uns heute ein bisschen die ganzen Trägerschiffe angucken. Du bist sehr, hey, kein sehr Bock, geil. Aber Dankeschön für dein Follow. Schön, dass du da bist, kein Bock. Hier im wunderschönen guten Abend. Sehr geiler Nick und grüß dich. Dankeschön für den Support, mein Lieber. Polaris, heilige Schande. Guck mal, wir haben echt viele Trägerschiffe, ne? Polaris, aber sowas von. Polaris nehmen wir auch mal mit. Lass uns einfach mal anfangen mit den kleineren Sachen. Lass uns doch mal anfangen zum Beispiel mit der C2. Die C2 hat auch die Möglichkeiten zum Beispiel Raumschiffe zu transportieren, Raumschiffe mitzunehmen bis zum bestimmten Grad. Zum Beispiel kannst du hier guten Snapfighter mitnehmen, das wird auf jeden Fall funktionieren. Ob es jetzt zum Beispiel eine Merlin ist, die kannst du tatsächlich mitnehmen. Du wirst also auch mit der C2 Raumschiffe transportieren können, aber wirklich nur sehr rudimentär. Du hast hier jetzt nicht das Problem, dass ihr wirklich Raumschiffe mitnehmen kannst. Die ist eigentlich mehr dafür da, zum Beispiel den Nova-Tank zu transportieren, Ballistas, deine Truppen zu transportieren. Es geht eigentlich mehr in diesen Bereich. Die C2 ist eigentlich tatsächlich mehr, oder auch der M2 ist eigentlich mehr ein Truppentransporter und zum Beispiel auch die ganzen Ballista-Nova-Tanks, um die größeren Sachen an die Front zu bekommen oder zu dem, was ihr angreifen möchtet. Aber ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, bei der Herkules euren Rennstall mitzunehmen, zum Beispiel die M50, die Racer, die 100er habe ich auch schon reinbekommen. Die Origin 100 geht auch rein. Und wir haben tatsächlich auch gestern es geschafft, eine HAL A hier reinzulanden. Das hat auch gepasst. Also wenn es um Snapfighter geht, kriegen wir auf jeden Fall auch ein Raumschiff mit. Aber es ist wirklich nur rudimentär. Wir haben jetzt hier nicht die Möglichkeit, hier eine Saber mitzunehmen oder eine Hornet oder. Das wird alles nicht gehen. Dann haben wir noch das große Problem, was einfach nicht gut funktionieren wird, ist das Starten aus dem Raumschiff hinaus. Wenn du jetzt zum Beispiel nachher fliegst im Weltraum, du kommst in einen Weltraumkampf rein, dann wirst du hier natürlich auch keine Möglichkeit haben, im Kampf dein Raumschiff zu bemannen, dein Snapfighter, um dann zum Beispiel auch, wenn du eine Merlin drin hast, als Snapfighter, als Verteidigung dich zu unterstützen und das im Kampf zu starten. Das wird nicht gut funktionieren. Das kann ich euch sagen, das geht in die Hose. Also hier sind wir tatsächlich im Bereich Snapfighter, das würde funktionieren, aber auch nur für den reinen Transport, nicht für den Kampfeinsatz, dafür ist das Ding nicht geeignet. Also können wir das zumindest für das Pyro-System zwar nutzen, aber auch nicht wirklich gut nutzen, weil wir nicht von diesem Raumschiff aus starten können. Wir können natürlich sagen, wir fliegen irgendwo hin, wir sind stationär und wir können natürlich dann stationär mit unserem Snapfighter starten, um zum Beispiel irgendwo auf dem Planeten runterzufliegen, uns das anzugucken oder wieder hochzufliegen. Da sind wir mal ehrlich, das kann die Herkules auch selber sehr gut. Deswegen ist sie zwar ein, man kann sie schon als Trägerschiff nicht wirklich deklarieren. Also ich würde jetzt nicht so sagen, dass es wirklich ein Trägerschiff ist, aber man kann zum Beispiel aber Raumschiffe transportieren im Bereich Snapfighter-Segment, ja. Dann haben wir natürlich die Carrack. Die Carrack hat natürlich jetzt ein Schiff dabei, wo wir das Thema vorhin hatten, nochmal ganz kurz darauf hinausgesetzt. Wenn ihr euch eine Carrack kaufen solltet, oder zum Beispiel auch eine Aquila, eine Constellation oder eine 600i Expedition. Wenn ihr euch diese Raumschiffe kauft, dann habt ihr den Ursa Rover, der ist dabei, genauso wie auch der Snapfighter. Weil wir das Thema vorhin hatten, da kam die Frage auf, hey, ich habe mir ein Update geholt von einem Raumschiff auf die Carrack und ist dabei der Ursa Rover dabei und ist die Pisces dabei? Ja, ist dabei. Müsst ihr euch keine Sorgen machen,
Auch wenn ihr ein Cross-Chassis-Update gemacht habt auf die Carrick, wird der Snapfighter wie auch der Ursel Rover Teil dabei sein. Yes. Genauso wie auch bei der 600i Expedition habt ihr auch den G12 Rover dabei. Was ganz interessant ist bei der Carrick, erstens haben wir hier ein Expeditionsschiff. Wie gesagt, du kriegst die Fahrzeuge dazu, Rover und die Pisces ist dabei, auch wenn du ein Cross-Chassis-Update machst. Was ganz interessant ist, du hast hier oben einen Hangar drin und da kannst du natürlich auch Raumschiffe zwischenlagern. Das Problem ist einfach bei der Carrick, dass hier eine Pisces reinpasst, wie aber auch tatsächlich eine Merlin passt hier auch rein, aber du hast hier wirklich ein Problem mit der Höhe. Eine Arrow passt leider gar nicht mehr rein. Eine Arrow ist da so gesehen der kleine Snap oder der kleine Fighter von Anvil, der auch eine sehr gute Feuerkraft hat, aber der passt leider nicht mehr rein. Wieso passt er nicht rein? Weil du die Flügel anklappen musst, um das Fahrwerk auszufahren. Und dadurch passt leider die Arrow hier nicht mehr rein. Das ist so schade. Wenn du nämlich tatsächlich das Fahrwerk einzeln ausfahren könntest bei der Arrow, dann würde die sogar reinpassen. Aber dadurch, dass bei der Arrow die Flügel hochklappen, hast du das Problem, dass es nicht mehr passt. Deswegen fliegt die Carrick so ein bisschen raus. Du hast jetzt zwar ein Raumschiff, wo du wieder einen Snapfighter transportieren kannst. Das funktioniert zwar ja. Das ist aber auch hier das Problem, dass du während des Fliegens und Startens wirklich stehen musst, weil du die Bühne nicht hochfahren kannst. Das heißt, du hast jetzt nicht die Möglichkeit, die Bühne hochzufahren, wie zum Beispiel bei der 890 Jump. Und das Raumschiff kann losfliegen. Das würde da wiederum funktionieren. Hier nicht. Das ist ein stationärer Raum, wo du reinfliegst, wo du drinnen landest, ohne dass du eine Rampe hast, die dein Raumschiff hochbringt in die Flugposition, wo du losfliegen kannst. Also, aber im Großen und Ganzen sind wir uns erstmal einig, die Carrick kann zwar ein Raumschiff transportieren, aber ist auch wieder mehr ein Transportraumschiff, zum Beispiel, wo du einen kleinen Snapfighter eher mitnimmst, wie zum Beispiel ein richtiges Raumschiff wie eine Saber, wie eine Hornet oder Terrapin oder Gladius. Also fällt die Carrick diesbezüglich auch ein bisschen raus. Jetzt kommen wir tatsächlich ein bisschen doch eher zu den Transportschiffen, wo wir größere Raumschiffe mitnehmen können, wie zum Beispiel bei der Idris. Was natürlich ganz interessant ist bei der Idris, haben wir eine Trägerfregatte. Die Trägerfregatte ist um die 240 Meter lang. Das, was wir hier sehen, ist die Idris M. Warum ist das die Idris M? Wie gesagt, das ist die alte Idris M. Die sieht gar nicht mehr so aus, aber die Idris M hat einen großen Vorteil. Die hat nämlich hier einen Ship-to-Ship-Gun. Viele denken tatsächlich, dass das hier unten die Ship-to-Ship-Gun ist. Ist natürlich auch eine Ship-to-Ship-Gun. Der Size Größe 10, aber diese untere Gun kann zum Beispiel auch eine Idris P tragen. Und hier, was wir hier sehen, diesen Slot hat tatsächlich die Idris P gar nicht. Diese Waffe fällt komplett weg bei der Idris P. Die gibt es da gar nicht drauf. Das, was sie aber anschließen kann, wäre die Idris K. Die konntest du umwandeln. Und dann hast du hier zum Beispiel einen Raketenwerfer drauf. Das würde wiederum funktionieren, dass du hier einen Raketenwerferanschluss hast. Das geht ja. Normalerweise wird die Idris P hier mit dem Raketenwerfer gefahren und da hat sie hier, sag ich mal, 4 Point Defense Systeme, die Idris K drauf, und hat den höchsten Dynamics Exodus Beam Laser, der einen Strahl raushaut, wie wir das zum Beispiel bei Star Trek kennen. Der Strahl bleibt bestehen. Das ist der höchsten Exodus Beam Laser. Den wird es geben, den gibt es bei Idris K dazu, wenn man die Idris K haben sollte. Aus jeder Idris P kannst du eine Idris K machen, das funktioniert. Aber du kannst aus einer Idris P keine Idris M machen, warum nicht? Erstens hast du hier den Size Point mehr und du hast eine Heavy Panzerung. Das hier zum Beispiel eine Heavy Panzerung, also von Heavy die Heavy Panzerung, und bei der Idris P hast du eine Heavy Medium Panzerung. So kann man das ungefähr sagen. Du hast zwar eine Heavy Panzerung, aber unter den Heavy Panzerungen hast du immer noch eine Medium Panzerung und hier hast du eine Heavy Panzerung. Also besser geht schon fast gar nicht mehr. Das ist der Vorteil bei der Idris M und eben oben hier die Waffe drauf, ne? Und diesen Size 10 Gun. Das ist die Ship-to-Ship-Gun, wie wir das zum Beispiel kennen, mit zweimal Size 7 dran. Was ganz interessant ist, wir gehen erstmal davon aus, was erstmal offiziell drin ist und wofür die Landepods da sind bei der Idris. Wir haben 3 Stück. Das muss man einfach mal so sagen. Das ist zwar eine Trägerfregatte, aber es ist jetzt kein riesenkrasses, großes Trägerschiff, wo wir jetzt zig Schiffe mitnehmen können. Das ist es tatsächlich nicht. Aber wir haben hier wirklich die Möglichkeit und können hier 3 Fighter mitnehmen. Der Größe XS. Das bedeutet, wir kriegen hier eine Titan rein, also eine Avenger, wir kriegen hier eine Saber rein, wir kriegen eine Hornet rein, wir kriegen eine Terrapin rein, wir kriegen vermutlich sogar eine Vanguard, wird schwierig, habe ich aber auch schon gesehen bei bestimmten Sachen, die sie rein designt haben. Eine Ares wird interessant werden. Das Problem ist bei der Ares Popovic, die könnte zu breit sein. Interessant, ich hoffe, dass die Ares reinpasst. Ich glaube ja, dass die Ares reinpasst. Ich glaube, dass sie reingehen könnte, aber was auf jeden Fall reingeht, ist auf jeden Fall die Scorpius. Die Scorpius wird reingehen, die F8 wird reingehen,
Bei der Aris könnte es interessant sein von der Breite her, werden wir mal sehen, aber könnte klappen. Aber wie gesehen, diese Schiffe passen auf jeden Fall rein. Hornet, Saber, Titan, Vanguard mit sehr viel Glück kommt auf den Turm drauf an, Terrapin passt rein. Also das geht auf jeden Fall rein. Diese Schiffe kriegst du rein und sie ist dafür ausgelegt, dass du 3 Schiffe hier davon reinbekommst, von dieser Größe aus, die du aufmunitionieren kannst, die du auftanken kannst und. Du kannst natürlich auch eine Gladius Pass E rein oder du kannst auch mehrere Gladius reinstellen oder Aeros, das würde natürlich funktionieren. Da könntest du natürlich mehr dazu laden. Du würdest hier wahrscheinlich 6 Aeros mindestens mitbekommen oder 6 Gladius wirst du wahrscheinlich auch mitbekommen. Das wird hier wahrscheinlich reinpassen, ja. Der größte Vorteil bei der Idris ist tatsächlich, dass du eine komplette Panzerung hast. Das heißt, deine Raumschiffe, die hier drin sind, sind gepanzert durch das Schild selber von der Idris. Und tatsächlich das Schild und die Panzerung von der Idris. Das heißt, deine Raumschiffe, die du hier mitführst, sind hier wirklich gepanzert und sind nicht angreifbar. Das ist zum Beispiel ein großes Problem, was wir auf der Kraken haben. Das gucken wir uns natürlich auch später an. Bei der Kraken haben wir ja die ganze Landeplattform drauf. Und durch die Landeplattform, die wir haben, die sind nicht durch das eigene Schild selber nachher geschützt. Die können runtergeschossen werden, aber das gucken wir uns gleich an. Vorteil bei der Idris: Nachteil, weniger Raumschiffe, die wir transportieren können. Kleinere Raumschiffe, die wir transportieren können bei der Idris. Aber die Raumschiffe, die wir transportieren können, sind auf jeden Fall sehr gut gesichert. Wir haben auch die Möglichkeit, hier einen Durchflug zu machen. Das heißt, bei der Idris, die wir hier sehen, da geht es wirklich um die Raumschiffe, die wir transportieren. Wir können zum Beispiel hinten die Rampe aufmachen und dann können wir einmal mit dem Raumschiff komplett durch die Idris durchfliegen. Das heißt, wir können komplett durchfliegen. Du kannst auch tatsächlich die ganzen Tore aufmachen, ohne dass du eine Dekompression in den Raum haben wirst. Also du hast hier quasi dieses Tevarin-Schild. Ich weiß nicht, wer das so ein bisschen kennt von der Lore-Geschichte her. Die Tevarin-Technologie haben wir übernommen, haben wir in der Idris eingebaut, auch in anderen Raumschiffen. Und die ermöglichen tatsächlich, die ganzen Tore aufzumachen und die Atmosphäre innerhalb des Raumschiffs zu belassen. Und wir können trotzdem mit dem Raumschiff durchfliegen durch das Tevarin-Schild, ohne dass wir eine Dekompression erleiden würden im Room-System. Das würde tatsächlich auch funktionieren, ja. Sollten das nicht, genau, das sind 3 Pads. Wir haben tatsächlich noch einen vierten, oder wir haben noch mal einen zweiten Hangar tatsächlich. Und das ist mit der, mit den Argo MPUV. Genau, es gibt tatsächlich noch ein Supporter-Raumschiff dazu. Das ist das Argo-Raumschiff, das ist der MPUV. Das ist dieses kleine Supporter-Raumschiff, das sehen wir nämlich jetzt hier. Das ist ein extra Hangar, der außerhalb des Schiffes ist. Nicht außerhalb, aber außerhalb des Hangars, der oben ist. Das ist unterhalb des Schiffes. Da können wir zum Beispiel den Hangar jetzt darunter aufmachen und wir könnten den Argo MPUV abstoßen und der könnte dann zum Beispiel supporten. Der ist dafür da, zum Beispiel Nachschub zu holen, Lebensmittel zu holen oder zum Beispiel Leute von A nach B zu fliegen. Zum Beispiel, wenn du in einer Nähe einer Station bist, du kannst bei der Station aber nicht andocken, dann könntest du den MPUV nehmen, um zum Beispiel die Leute zu transportieren von einer Station zur anderen Station oder von einem Raumschiff zum anderen Raumschiff. Oder du könntest auch den MPUV nehmen, zum Beispiel auf dem Planeten runterzufliegen, was natürlich auch gehen würde. Aber das waren natürlich die interessantesten Themen auf den Bezug hin, was ist der Unterschied zwischen der Idris M, was ist der Unterschied zu der Idris P und was ist der Unterschied zu dem, was zum Beispiel die Kraken nachher machen kann. Das werden wir uns auch gleich nochmal ein bisschen näher angucken. Was ganz interessant ist, lass uns auch mal ein bisschen über Details reden. Die Idris kann landen. Du wirst die Idris ganz normal durch die VTOL Thruster, die sie hat. VTOL Thruster sind Thruster, die drehen können. Das heißt, du kannst deine VTOL Thruster drehen, in eine Landeposition bringen und dann das Raumschiff runterbringen. Das wird tatsächlich funktionieren. Das wird gehen bei der Idris, dass du die Idris ganz normal landen kannst auf dem Planeten. Ja, das wird klappen. Einmal kurz vergleichen, weil diese Schiffe werden einfach miteinander verglichen. Idris mit der Kraken. Wir haben bei der Idris ein full militärisches Raumschiff, was full militär ist. Ob es Idris P ist, ob es Idris M ist, beide werden für den Militärzweck genutzt. Die Idris M ist mehr die Kampfsau und kann direkt in den Kampffight reingehen. Die Idris P könnte das auch, ist aber schwächer gepanzert, wie gesagt, am Anfang. Und die Idris P ist eigentlich für längere Strecken ausgelegt, um zum Beispiel nachher bestimmte Sachen abzuschenken. Wenn du zum Beispiel irgendwie Patrouillen fliegst, wenn du einfach auf längere Patrouille bist, einfach im System, dann ist die Idris P besser dafür ausgelegt. Dafür ist die Idris P da, um große, längere Strecken zurückzulegen.
Dafür ist die Idris M nicht ganz so geeignet, aber dafür ist die Idris M mehr dafür da, um direkt in den Kampffight reinzugehen. Das sind so ein bisschen die Unterschiede zwischen Idris P und Idris M, wie sie von der UE eingesetzt wird zum Beispiel. Die Idris P hat noch den Vorteil, dass sie ein bisschen agiler ist, ein bisschen wendiger ist, wie zum Beispiel Idris M. Sie kann zum Beispiel ihre Kanone, die Saisin-Kanone, die unten dran ist, oder der höchsten Dynamic Exodus Beamlaser, kann besser, schneller ausgerichtet werden, um zum Beispiel das Feuer zu eröffnen. Wir haben hier natürlich auch eine Krankenstation drauf. Die soll natürlich ja auch nicht fehlen. Krankenstation gibt es natürlich auf der Idris auch. Und wenn man sich die Krankenstation so anguckt, und das ist natürlich so eine Sache, was wir nicht wissen. T-Größe, können wir nachher auf der Idris respawnen? Können wir nicht respawnen? Was für Krankenbetten haben wir auf der Idris? Das wissen wir alles nicht. Das sind alles nur Mutmaßungen, die wir haben. Aber eine genauere Information, was wir für Krankenbetten nachher auf der Idris haben werden, müssen wir uns überraschen lassen, wissen wir nicht. Na, wie gesagt, das ist zum Beispiel ein ganz, ganz großer Point of Context, dass wir bei der Idris einfach ein full militärisches Raumschiff haben. Und die Kraken ist zwar auch ein Angriff-Raumschiff, ist auch ein Carrier, was zum Beispiel massiv dafür da ist, in den Fight natürlich auch reinzugehen. Dafür ist das Ding einfach gebaut worden. Das ist ein Assault-Carrier so gesehen, um natürlich auch zu tangieren und anzugreifen. Also die Carrick hat auch ein aggressives Verhalten und soll auch dafür eingesetzt werden. Aber darüber sprechen wir gleich. Das ist zumindest ein bisschen die Idee von der, sag ich mal, von der Lore-Geschichte her, wie CIG das sieht. Und die Kraken, die kann das auch, weil die Kraken hat tatsächlich eine ziemlich krasse Bewaffnung. Wenn wir jetzt zum Beispiel von der Bewaffnung weggehen, von der Saisin Gun aus, ist die Kraken verdammt heftig bewaffnet. Die Bewaffnung, die gucken wir uns gleich mal an, aber für ein Trägerschiff, was, sag ich mal, mehr im zivilen Sektor angewendet wird, die Kraken wird im zivilen Sektor angewendet, die wird nicht an das Militär ausgeliefert. Die Kraken ist ein ziviles Raumschiff, die Outlaws missbrauchen das Raumschiff als Base, um zum Beispiel ihre Angriffe durchzuführen. Dafür ist die Kraken da, um Angriffe zu planen, um Angriffe durchzuführen, um eine Raumstation zu haben, die mobil ist, kann man das so sagen bei der Kraken, ja. Gucken wir uns gleich nochmal an, diesbezüglich zu der Kraken, und dann reden wir gleich drüber. Das sind Ingame-Aufnahmen, richtig, genau, das sind Ingame-Aufnahmen von der Idris, ja. Richtig, Affenjunge, genau so ist es. Also so wie wir hier sehen, davon kannst du schon ausgehen, dass sie ziemlich genauso aussieht. Nicht genauso, das ist schon noch, das sind noch ältere Assets, die wir hier sehen, aber generell wird es in diese Richtung gehen. Also von der Aufteilung her, vom Aufbau her, was wir hier sehen, wird es schon so sein. Also das sind tatsächlich Ingame-Aufnahmen, ja. Tatsächlich von der Idris, aber wie gesagt, really, ne? Wann soll die kommen? Normalerweise ist die Idris ja schon fertig, sie ist ja schon benutzbar. Sie wird für uns als Spieler kommen, wenn Squadron 42 draußen ist, und sie wollen einfach uns eine Überraschung nicht nehmen. Das ist so ein bisschen noch unter, sie wollen das so ein bisschen unter Verschluss halten mit dem ganzen Kram. Und ganz ehrlich, was sollen wir jetzt mit der Idris machen? Wenn wir jetzt eine Idris haben, können wir gar nicht wirklich was mit ihr richtig unternehmen. Zu den Game-Mechaniken, die wir jetzt gerade drin haben im Spiel, wäre es quasi schade. Und ich denke mal, wenn nachher der Server-Mesh draußen ist, wenn das Spiel nachher erweitert ist mit mehr Game-Mechaniken später, wird sie auf jeden Fall dann reinkommen für uns als Spieler. Spätestens wenn Squadron 42 draußen ist, werden wir sie schon bekommen, ja. Hier haben wir nochmal den großen Storage-Bereich, den wir haben. Und hier hat sich irgendeiner nicht gut benommen, würde ich mal so sagen. Gehen wir einmal weiter zu dem nächsten Thema. Zu der Idris gehen wir mal direkt einmal rüber zu der Kraken. Die Kraken kommt von der Firma Drake. Die ist jetzt nicht, die ist heavy gepanzert. Medium, noch nicht mal Medium. Die ist quasi Medium gepanzert. Die ist tatsächlich Medium gepanzert, wenn man das so sagen darf. Von der Capital Panzerung hat sie eine schwächere Panzerung. Also Idris M Heavy, Idris P Heavy, Medium. Und dann haben wir die Kraken Heavy Light Panzerung. So kann man das ungefähr einsortieren. Ist zwar eine Heavy Panzerung, weil es einfach so gesehen ein fettes, großes Schiff ist. Da brauchst du schon eine gute Panzerung. Aber unter den fetten Panzerungen ist sie dann Light darunter, ne? Hey Husky, grüß dich. Moin, moin, dir auch einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Ein wunderschönes Hallöchen. Ist momentan mit 270 Meter deklariert. Und jetzt reden wir mal darüber. Von dem Preis her ist erstmal egal. Was natürlich sensationell ist, da kommt auch keine Javelin hinterher. Da kommt auch keine Idris hinterher. Wir sehen hier wirklich schon den Einsatzzweck. Wir haben hier 3792 SCU. Wir haben hier wirklich sehr viele Frachteinheiten, die wir mitnehmen können. Hier sehen wir schon tatsächlich den Einsatzzweck. Natürlich Frachtgüter zu schützen, mitzunehmen oder zu verstauen oder eben wegzuschaffen. Wenn wir natürlich so einen Piratenangriff sehen, das ist natürlich sehr viel Frachteinheiten für so ein Schiff. Das heißt, du kannst hier
Du hast hier so eine kleine fliegende Base, was schon ziemlich cool ist. Die Privateer ziehe ich auch nochmal rüber. Dann kommen wir nämlich gleich auch mal zu der Privateer. Und jetzt kommen wir nochmal kurz zu der Bewaffnung, die einfach ziemlich fett ist. Ne? Wir haben hier einmal Size 8 Turm. Ne? Wir haben hier wirklich einen Size 8 Turm. Der hat noch nicht mal einen Size 8 Turm. Da kannst du Repeater raufhauen. Das Ding hat einen Size 8 Turm. Das hat noch nicht mal Perseus hat keinen Size 8 Turm. Die Idris hat keinen Size 8 Turm. Wir haben alle keinen Size 8 Turm. Aber die Kraken, die hat tatsächlich hier vorne einen Size 8 Turm spendiert bekommen. Das ist natürlich schon krass, ne? Der hat das Ding viermal Size 5 Türme. Viermal Size 5 Türme. Wie gesagt, das ist wirklich ein Assault Carrier. Es ist zwar ein Light Carrier, Multirolle, aber du kannst damit wirklich auch Angriffe durchführen und aggressiv vorgehen. Wenn du das zum Beispiel als Outlaw machen möchtest, wenn du zum Beispiel eine Station einnehmen möchtest, die vielleicht vom anderen Outlaw beherrscht wird und du möchtest gerne im Pyro-System die Station übernehmen, dann gehst du vielleicht mit zwei Kraken, rückst du an und gehst in den Fight rein. Und du hast ja auf jeden Fall die richtig fette Feuerkraft. Dazu kommen nochmal viermal Size 6 Türme. Was soll ich dazu sagen, ihr Lieben? Die Feuerkraft spricht eigentlich für sich selber. Da können wir einfach nicht viel drüber reden. Die Feuerkraft ist einfach ein bisschen fancy, ne? Für so ein Raumschiff, was eigentlich im zivilen Sektor eingesetzt wird, denkt daran, das UEE-Militär wird das Raumschiff nicht einsetzen. Die wird wirklich von den Outlaws geflogen, von den privaten Leuten. Die wird wirklich für den zivilen Sektor eingesetzt. Und die Feuerkraft ist wirklich, wirklich ein bisschen fancy tatsächlich. Was noch ganz interessant ist, wir haben hier natürlich alles Capital. Wir haben hier zwei Capital-Schilde drin. Wir haben hier zwei Powerplants der Capital-Größe drin. Und nochmal Kühler der Capital-Größe haben wir auch nochmal drin. Zwei Stück. Müssen wir mal gucken, ob das wirklich so reinkommt. Das sind natürlich alles noch etwas ältere Daten. Hiermit wäre ich vorsichtig, ob das so kommt. Aber hiermit kannst du dir ziemlich sicher sein, dass das kommt. Also das ist immer sehr schwierig. Das kann sein, dass das Schiff mit der Zeit noch ein bisschen größer wird. Von den Ausmaßen her müssen wir mal abwarten. Lass uns einmal über die ganze Problematik dieses Schiffes reden. Das größte Problem ist meines Erachtens tatsächlich die Schiffe auf der Plattform drauf. Wenn wir hier Schiffe drauf parken, zum Beispiel haben wir hier 1, 2, 3, 4, können wir hier Raumschiffe parken, der Größe Buccaneer, Saber, Hornet, das wird alles draufpassen, gar kein Thema. Die Raumschiffe kannst du hier reinparken. Hier kannst du zum Beispiel eine Catalyst parken. Du wirst hier wahrscheinlich auch sehr gut noch eine Constellation raufkriegen, das wird auch passen. Du kriegst hier eine Saber, eine Hornet, eine Ares, kriegst du hier alles drauf. Genau, was hier jetzt das Problem ist auf diesen ganzen Landingpads, ist tatsächlich, dass die Raumschiffe nicht gesichert sind. Hier passen zwar sehr viele Schiffe mit, also im zivilen Sektor, ob das jetzt die Idris ist oder auch die Liberator, die gucken wir uns auch gleich an, passen hier am meisten Schiffe rauf. Wir haben hier erstens die beiden, hier kriegst du ja schon Medium-Schiffe rauf, wie zum Beispiel eine Vanguard Warden würdest du auch hier ohne Probleme raufkriegen, eine Eclipse, eine Ares und kriegst du hier rauf. Also hier kriegst du auch schon größere Schiffe rauf, wie zum Beispiel auch eine Cutlass, Freelancer, alles kein Thema. Hier kriegst du zum Beispiel Saber, Hornet, Terrapin, sowas würdest du hier noch raufkriegen. Und dann hast du auch noch zwei Hangar hier drin, wo du auch noch Raumschiffe mitkriegst. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sieben Schiffe ohne Probleme kriegst du mit und das auch größere, nicht nur Snapfighter, die kriegst du auch richtige Angriffsraumschiffe mit, was natürlich auch wieder für das Raumschiff spricht. Was vielleicht ganz interessant ist, wir haben hier noch eine Terrassenbahn drinne, wir haben natürlich hier jetzt die ganzen Schächte drinne, wo wir zu den ganzen Landingpads hinkommen und hier läuft eine Terrassenbahn quer durch das Schiff durch, um die ganzen Landingpads zu versorgen, zu besorgen oder zu entsorgen. Das heißt, wenn du zum Beispiel mit deinem Raumschiff gelandet bist, kannst du deinen ganzen Kram hier entsorgen oder umgeladen werden oder du kannst was zum Beispiel auch kaufen und dann wird das, was du gekauft hast, dann zu deinem Schiff hingebracht. Das wird auf jeden Fall auch funktionieren, ja. Das wäre denn hier. Hier läuft denn die Terrassenbahn durch. Was ganz interessant ist, gerade bei diesem Schiff, bei der normalen Kraken, dass wir hier tatsächlich auch noch eine Dragonfly Bay haben. Das heißt, wir haben nochmal die Dragonflies, die wir dann auch noch transportieren können. Die kommen auch nochmal dazu und das sind vier Stück. Kann natürlich auch eine Nox sein, das würde auch funktionieren. Ein X1, ein Nox, ein Quad, weiß ich jetzt nicht, ob da reingeht, aber der Dragonfly geht auch hier rein. Also wird hier auch ein Nox und ein X1 auch reingehen.
Davon 4 Stück haben wir hier eine Dragonfly Bay. Das passt auch noch rein. Hier haben wir die Terrasse, die komplett durch das Schiff durchgeht. Und das kommt eine Besonderheit bei der Kraken. Da sieht man schon wieder, wo der Einsatzbereich herkommt. Das ist tatsächlich, dass der untere Bereich swappbar ist. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Station angegriffen hast, du hast deine ganzen Sachen ausgebeutet, das heißt, du hast die ganze Station leer gemacht, dann kannst du zum Beispiel auf den Planeten runterfliegen, wo du nicht so viel Anziehungskraft hast und kannst dann die ganzen Cargo schnell rauswerfen. Und damit du schnell entladen werden kannst, um zum Beispiel zum nächsten Angriff oder zu der nächsten Position, was du hast, wieder weiterzufliegen. Das heißt, du hast hier eine Möglichkeit, du hast hier ein Segment drinne oder sag ich mal ein Utility drinne, um die Cargo-Einheiten schnell zu entladen bei diesem Schiff. Das geht aber nicht bei der Privateer, das geht nur bei der normalen Kraken, dass du hier sehr viel Frachteinheiten hast in den großen Cargo Bay und das Ding kannst du sehr, sehr, sehr schnell entladen. Ist fast swappbar. Hier sehen wir auch nochmal, wie schön das Feuer eröffnet wird, natürlich auf die Itris. Total fies, oder? Was natürlich ganz interessant ist, wo die Manufaktur Itris dieses Bild gesehen hat, gab es tatsächlich 2-3 Wochen später die Itris K. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat. Also tatsächlich wollte sich dieses Bild Itris nicht gefallen lassen als Manufaktur, als Hersteller und hat gesagt, ey, Drake, was macht ihr denn da? Das geht ja mal gar nicht, was ihr da für ein Bild zeigt. Dann hauen wir einfach die Itris K raus und dann ist die Itris K entstanden und das ist die Itris K, ist die Itris Kraken Killer. So in Anführungsstrichen. Das ist so ein bisschen Lore-Geschichte dahinter. Die Itris K ist aber nichts anderes wie eine Itris P mit einem anderen Waffensetting. Das zum Beispiel, wenn du die Itris K die ordern solltest, das ist wirklich ein Add-on, was du dazu kaufen kannst. Und da gibt es zum Beispiel vorne den Raketenwerfer drinne zweimal und du hast 4-Point-Defense-Systeme drinne, die du hier oben raufbauen kannst, die 4-Point-Defense-Systeme. Und du hast noch den höchsten Dynamics Beam Laser. Das Ding kostet $250 ohne Mehrwertsteuer. Dieses Update von der Itris P auf die Itris K und das ist swappbar. Genau, und das ist dann die Antwort gewesen auf dieses Bild damals. Und hier ist Size 8, bam, let's go. Wie gesagt, das Ding hat schon gut Feuerpower. Hier sehen wir auf jeden Fall nochmal sehr schön die Cargo Bay, die swappbar ist. Ne? Wie gesagt, das ist auf jeden Fall eine Besonderheit bei der normalen Kraken. Können wir noch dichter rangehen? Nee. Hier sehen wir nochmal die Dragonfly Bay, hier sehen wir die Brücke. Was ich eigentlich sehr geil finde, was ich sehr cool finde bei der Kraken, ist tatsächlich der Aufbau. Wir haben hier wirklich so ein Oldschool, ist ja weit in der Zukunft, aber trotzdem haben wir irgendwie so ein Oldschool Enterprise Flugzeugträger, wie wir das kennen aus der heutigen Zeit, von zum Beispiel aus den Staaten her. Das Ding sieht aus wie ein Original Flugzeugträger aus den Staaten, wo wir zum Beispiel auch mit im Wasser landen könnten, um damit dann gleich normal weiterzufahren. Das ist schon ganz geil. Das Design gefällt mir tatsächlich ganz gut. Ist jetzt, ich bin jetzt nicht so der Drake-Fan. Das wissen die meisten Leute. Die Manufaktur ist jetzt nicht so meine Manufaktur. Aber ich muss so sagen, die Kraken ist dem vom Design her schon gut gelungen. Wie gesagt, denkt daran, die ganzen Raumschiffe, die hier oben drauf parken, die sind nicht vom eigenen Schild her geschützt. Das bedeutet, wenn hier Raumschiffe drauf sind, dann können die Schiffe einfach so runtergeschossen werden. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass die Raumschiffe nicht selbst geschützt sind. Noch ein paar kleine, coole, interessante Hinweise. Sie kriegt eine Medic Bay rein, das war am Anfang auch nicht angedacht. Die Medic Bay kommt rein. Die kommt rein bei der Privateer, wie auch bei der normalen Kraken, wird es da auch eine Medic Bay geben. Bei beiden, ja, gibt es. Eine kleine, rudimentäre Medic Bay kriegten sie beide rein. Yes, yes. Hier sehen wir nochmal die Terrassenbahn, die von A nach B fährt, um zum Beispiel die ganzen Pads zu versorgen. Hier sehen wir nochmal den intern liegenden Hangar, da passt eine Buccaneer rein, da passt eine Saber rein, da passt eine Hornet rein, da passen Raumschiffe rein in diesen Größenmaßstab und hier können auch größere Reparaturen durchgeführt werden in den intern liegenden Hangar von der Kraken. Und das ist natürlich auch ziemlich geil, da haben sie nämlich auch nochmal 2 Stück drin. Das heißt, hier haben wir wirklich ein Trägerschiff, was wirklich auch ein Trägerschiff den Namen verdient. Wie die Itris, die ein militärisches Trägerfregattenbegleitschiff ist, haben hier die Kraken, was wirklich ein Trägerschiff ist und wirklich viele Schiffe mittransportieren kann, was natürlich, wenn das Pyro-System soweit ist, ziemlich cool ist. Und wie gesagt, hier kannst du auch reparieren, hier kannst du aufmunitionieren, hier kannst du auch nachrefuelen. Das wird natürlich hier alles möglich sein in den intern liegenden Hangar von der Kraken, ja. Wir müssen dann nochmal reden, wie funktioniert das mit den Pets.
Das werden wir machen, wenn wir zu der Laborator kommen, weil denkt an den Q&A von der Laborator. Da haben sie es nochmal genau beschrieben, wie das funktioniert mit den Landing Pads. Das bedeutet, dass du wirklich, da kommen wir aber gleich zurück, starten wir gleich, wenn wir bei der Laborator sind, weil du kannst nämlich deine Raumschiffe, die du im Besitz hast, kannst du nämlich an den Landing Pads dran koppeln. Das heißt, du kannst nachher über an deinen Landing Pads dein Raumschiff rufen, was damit verknüpft ist. Aber dazu kommen wir gleich. Und ja, das funktioniert. Wenn ihr das nicht glaubt, Q&A zu der Laborator, ihr Lieben. Quelle. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich nochmal zu. Da haben wir auch mehrere Schlafkabinen, davon haben wir 16 Stück, wie gesagt. Wir haben 16 Unterkünfte. Die Unterkünfte werden ungefähr so aufgebaut sein, wie zum Beispiel, wenn wir auf Port Olisar sind. Diese Schlafunterkünfte werden so ähnlich aussehen wie auf Port Olisar. Hier sehen wir die ganzen Tanks diesbezüglich drin und hier sehen wir nochmal richtig schön die Landing Pads und hier sehen wir nochmal das Hangarsystem dahinter, ne, dass wir wirklich hingehen können, um zum Beispiel auch hier die Terrassenbahn zu befüllen. Ist schon ganz geil. Hier sehen wir nochmal die Dragonfly Bay, die ist auch innenliegend, was auch ganz cool ist. Und wie gesagt, alles was hier drauf landet, ist nicht geschützt durch das eigene Schild von der Kraken. Das wird nicht der Fall sein. Alles was hier drauf steht, ist einfach abschießbar. Da kannst du ja zum Beispiel mit dem Raumschiff kommen und die Raumschiffe hier einfach, wenn die jetzt nicht die Schilder oben haben, dann haben sie nur die eigene Schiffpanzerung, einfach wegschießen. Das, was wir jetzt sehen, das ist quasi der große Cargo-Bereich. Dieser Cargo-Bereich wird nachher bei der Privateer geopfert. Es gibt ja zwei Kraken. Das ist die normale Kraken, wie Drake sie herstellt. Dann gibt es eine Manufaktur in-game, die nennt sich die Cousins Cruise. Die Cousins Cruise, die bauen tatsächlich diese Schiffe um. Das ist tatsächlich eine Manufaktur, die sich darauf spezialisiert hat, große Raumschiffe zu redesignen, umzubauen und das ganze Interieur auf den Kopf zu stellen. Und die Hauptfiliale von den Cousins Cruise, die ist tatsächlich auf Port Orison. Also Port Orison, Crusader, Orison, Landing Station, in die Stadt in den Wolken, wo die Schwerkraft ein bisschen geringer ist, wie die großen Raumschiffe umgebaut werden. Da haben die Cousins Cruise ihre Raumschiffe, die da umgebaut werden. Ihre Werft haben sie da. Und das ist alles nicht mehr Bestandteil in der Privateer. Hier sehen wir zum Beispiel auch, wie sie gelandet aussieht. Das sieht schon geil aus. Das sieht schon wirklich insane aus. Natürlich musst du darauf achten, wenn du so einen Koloss runterbringst auf einen Planeten, auf den Mond, musst du natürlich so ein bisschen die Schwerkraft im Auge behalten, nicht, dass du nachher nicht mehr starten kannst. Da kannst du natürlich das Problem haben, du bringst so ein Schiff runter auf den Planet, du kannst ja auch landen, das wird wohl funktionieren, dann ist die Schwerkraft nachher so hoch, dass du die Kraken nachher nicht mehr gestartet bekommst und dann bist du nachher angewiesen auf eine Crucible. Und die Crucible ist ein Raumschiff, was ein Reparaturraumschiff ist, um andere Raumschiffe zu reparieren, aber die Crucible hat auch einen starken Traktorstrahl und kann zum Beispiel auch andere Raumschiffe Starthilfe geben. Das würde tatsächlich auch funktionieren, ihr Lieben. Genau, richtig. Da hat die Idris einen großen Vorteil, weil die Idris hat tatsächlich die VTOL Thruster, kann die VTOL Thruster drehen bei der Idris und kann damit das Raumschiff dann landen und starten. Ne? Da hat die Idris einen ganz, ganz großen Vorteil. Ja, geil. Manchmal hat man Glück. Haben wir. Ah, haben wir gefunden, zum Glück. Jetzt kommen wir nochmal zu der Privateer. Wie gesagt, die Kraken Privateer hat einen großen, großen, riesen Vorteil, dass sie die ganzen Shops drin hat. Da hat sie natürlich einen anderen Nachteil. Sie hat dieses Swap-System nicht mehr drin, dass wir sehr, sehr, sehr schnell die Raussagen swappen können. Das ist zwar nicht mehr drin, dafür haben wir hier den Public-Markt drin. Und zu dem Public-Markt haben wir jeweils auch nochmal den Cargo-Bereich. Und wir haben hier nochmal 189 Cargo-Storage dabei. Und das 10-mal. Das kommt nochmal darauf. Das bedeutet, wir haben hier 768, 10 mal 190 Storage-Bereich. Das heißt, wir kommen hier auf 2900 Frachteinheiten. Das heißt, auch hier haben wir ein bisschen Frachteinheiten dabei. Jetzt haben wir diesen Swap-Bereich, diesen Cargo-Bay-Bereich nicht jetzt so wie bei der normalen Crank. Das ist richtig, aber trotzdem haben wir immer noch sehr viel Storage-Bereich, was manchmal ein bisschen falsch verstanden wird oder untergeht. Und dieser Storage-Bereich, der befindet sich direkt unter den Market Room. Das heißt, wir haben hier die ganzen Plätze, wir haben hier den ganzen Marktbereich, die ganzen Shops drin und direkt an den Shops sind auch die ganzen Storage-Bereiche zu den Shops. Da haben wir noch den privaten Bereich, dafür ist die Dragonfly Bay, wurde aufgegeben, deswegen gibt es die Dragonfly Bay leider nicht mehr, weil da ist der ganze Privatbereich reingekommen, wo wir auch die Shops drin haben mit 189 Frachteinheiten. Das heißt, da haben wir wirklich nochmal richtig, richtig gut Cargo-Einheiten dabei. Fast 2000. Kommen wir auf 2700, 2800 Frachteinheiten. Das ist schon ganz geil. Müssen wir mal gucken, was nachher wirklich am Ende dabei rumkommt.
Aber das ist schon mal ganz cool. Da haben wir noch einen rechteckigen Docking-Collar. Den haben wir einmal auf der linken, wie aber auch auf der rechten Seite, um zum Beispiel auch an Stationen anzudocken oder an Ship-to-Ship-Docking durchzuführen, Stationen anzudocken, um die Sachen weiter zu verballern. Die Priority soll auch einen Scanschutz haben. Na, ein Scanschutz ist immer sehr schwierig, aber ja, es wird wieder Bereiche geben in den Private-Mark, der schwerer scannbar ist. Ja, den wird es geben, aber du kannst natürlich immer, kannst auch Pech haben, dass du gescannt wirst, dass du den Pech hast und dann bist du aufgeflogen. Aber generell wird es auch da wieder einen Schutzbereich geben bei der Privateer, der schwerer scannerbar ist. Ja, das soll wohl kommen. Yes. Wie gesagt, dann kriegt das Ding auch auf jeden Fall gerade zu diesem Q&A nochmal rausgehauen. Haben wir die Information, weil die Community ein bisschen hinterhergeheult hatte, dass wir jetzt auch hier in den Medic Bay reinbekommen. Also wir haben hier tatsächlich auch in der Kraken Privateer eine Medic Bay, die direkt reinkommen wird. Ja, ist meines Erachtens voll okay, warum auch nicht. Für die Schiffe, dass wir wirklich einen Träger haben, Träger Assault-Schiff oder ein größeres Raumschiff haben. Wir kriegen selbst in der 600i Exploration-Variante kriegen wir auch eine Medic Bay rein. Warum sollen wir jetzt nicht in der Kraken eine Medic Bay reinbekommen? Ist meines Erachtens okay. Nachteil, es gibt hier keine Fluchtkapseln. Also Escape-Pods werden wir hier nicht finden können bei der Privateer. Wird es nicht geben bei der normalen Kraken. Assault-Carrier haben wir auch keine Escape-Pods. Hier haben wir auch keine Escape-Pods. Warum haben wir keine Escape-Pods? Ganz simpel gesagt, die Aussage, das ist tatsächlich Real Talk. Ich war live dabei, wo sie das Schiff vorgestellt haben. Da hat der CIO gesagt, von Drake, von der Manufaktur Drake, dass es genug Raumschiffe gibt, die da drauf parken, die man als Rettungskapsel nehmen kann. Originalaussage von den CIO von Drake. Also nehmt eure Raumschiffe, wenn das Raumschiff brennt, bevor es explodiert, steigt ein und flüchtet von dem Schiff. Also solltet ihr so gesehen das Raumschiff nehmen und die Raumschiffe, die da drauf parken oder in den intern liegenden Hangar sind, damit flüchten. Wir kämpfen bis zur letzten Granate, Mosse. So ist es, mein Lieber. So eine Art kann man das auch sagen, mein Lieber. So eine Art kann man das auch hinstellen, yes. Genau, richtig, Papis. Das war damals die Aussage, genau. Die Quäken hat ja Schiffe zum Flüchten, richtig. Hier sehen wir nochmal die Shopmeile. Und jetzt können wir uns nochmal schön die Bilder angucken und noch ein bisschen darüber reden. Aber wie gesagt, von den Ausmaßen her, von der Bewaffnung her, sonst außer vom Interieur, vom hinteren Teil her, ist das Schiff komplett gleich aufgebaut. Das ist hier alles anders. Hier haben wir die ganzen Shops drinne, hier haben wir den Private Markt drinne, da ist die Dragonfly Bay nicht mehr drinne. Hier ist der große Lagerraum nicht mehr drin, da wurde aufgeteilt mit den Shops und ab hier ist wieder alles gleich. Ne? Also die Brücke ist gleich aufgebaut, das Interieur, sag ich mal, die Living Quarters sind gleich aufgebaut und hier die ganzen Landing Bays sind gleich aufgebaut, die Computer Power ist gleich aufgebaut, die ganze Bewaffnung von der Size-Größe her ist auch gleich aufgebaut. Und es gab damals ein Kraken Conversion Kit. Wenn ihr das Conversion Kit angewendet habt, war es nicht mehr rückgängig. Ne? Also es gab tatsächlich ein Cross-Chassis-Update, wenn man das so sagen darf. Von der normalen Kraken auf die Kraken Privateer gab es ein Conversion Kit. Wenn du das Conversion Kit aber angewendet hast, war es komplett eine Kraken Privateer und war nicht mehr rückgängig, weil das war quasi ein richtiges Cross-Chassis-Update. Du hast aus einer normalen Kraken eine Kraken Privateer gemacht, ohne dass es wieder rückgängigbar ist. Du kannst das natürlich auch nachher später in-game auch alles machen. Du kannst dir eine Kraken erspielen. Du kannst dir, wenn du dir eine Kraken erspielt hast, kannst du zu Orison Landestation hinfliegen, dich bei den Cousins Crews melden und die Cousins Crews würden dir das Raumschiff umbauen, die Kraken, und daraus dir eine Privateer machen. Das können die Cousins Crews machen und dafür sind sie da. Das kannst du auch in-game nachher alles bewerkstelligen. Das wird gehen. Die Cousins Crews können dir daraus eine Kraken Privateer umbauen und das passiert alles auf der Orison Landestation. Wenn ihr Fragen habt zu Star Sim, wenn ihr was wissen wollt, wir haben heute das Thema Trägerschiffe, haut gerne eure Fragen raus, dann gehe ich sehr gerne auf alle eure Fragen natürlich ein. Erstmal schön, dass alle da seid, in den Samstag reingestreamt, wir sind noch in der Q&A Talkrunde im Ship Talk zu den Trägerschiffen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid, grüßt euch. So viel dazu, ich glaube, dann sind wir mit der Kraken auch soweit durch. Kommen wir zum nächsten Schiff. Das ist die Liberator.